naja, Painting Forever versucht ja sogar auf diesen, oder will verdeutlichen, dass dieser immer wieder beschworene Tod der Malerei natürlich überhaupt nicht stimmt. Also der Titel verweist ja sowohl auf die Vergangenheit wie auch auf die Zukunft hin. Die Malerei wird niemals sterben. Das hat schon was damit zu tun, dass die erste kreative Äußerung eines Menschen ja immer eine Zeichnung ist oder etwas Geschmiertes sogar ist. Und es liegt einfach wieder an diesen Kunstsystemen, die alle 10 Jahre wieder versuchen, eine neue Schublade aufzumachen. Also wir verhalten uns hier auch durchaus selbstkritisch. Und uns schien diese Metapher Bube, Dame, König, Ast geeignet für diese Gruppenausstellung mit 4 sicherlich der meistdiskutiertesten Maler Berlins und auch wohl dieses Landes, um zu zeigen, wie ergebnisoffen sich eben Kunst auch gestaltet. Es ist eben kein festgezurrtes System. Und vielleicht wollen wir auch so etwas noch in die Welt setzen, dass wir sagen, nehmt doch nicht alles immer so wahnsinnig ernst. Kunst soll doch auch Freude machen. Was uns dann aufgefallen ist, dass mindestens 3 dieser 4 Positionen zu den Künstlern gehören, die in den letzten Jahren am meisten polarisiert haben. Und zwar durchaus, dass die professionelle Kunstkritik sie sehr harsch kritisiert hat, sie natürlich damit auch diskussionsfähig gemacht hat, aber das Publikum steht sehr stark auf der Seite dieser Künstler. Also es ist ein Missverhältnis. Es geht darum, dass man sowohl sich subjektiv zu Kunst äußert, wie auch versucht natürlich einen Wertemaßstab zu schaffen, der sich einordnet in die Kunstgeschichte. Aber wenn es nur noch um eine diskursorientierte Logik geht, dann ist das sicherlich zu wenig. Also das Empfinden über Kunst ist genauso wichtig.